Ja, hallo zusammen. Euer Let's Go am Start. Mal wieder mit einem Video. Jetzt ist ja länger nichts gekommen. Mit dem Spiel Miscreated. Das ganz neu erschienen auf Steam. Early Access Survival Game. Setze ich große Hoffnung rein. Ich bin gespannt, wie es ist. Die Musik ist mir gerade noch ein bisschen zu laut. So, hier haben wir auch die Meldung. Bla bla bla. Oh ja, das ist deutlich zu laut. Settings. Das ist alles mal ein bisschen runter hier. Oh ja, jetzt müsstet ihr mich besser verstehen. Genau, wie gesagt, Early Access auf Steam. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Geht es in Richtung DayZ, also mehr rumpimmeln und irgendwann mal einen Spieler sehen, oder mehr in Richtung Nether, also wirklich schön Open World PvP. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was haben wir hier? Player Setup. Achso, das ist nur der Name. So, angespielt habe ich es noch nicht. Jetzt haut es mich wieder hier raus. So, jetzt haut es mich, warum auch immer, auf den Desktop. Ich habe keine Ahnung. Warum auch immer, das verstehe ich auch nicht. So, gehen wir mal auf Join Server. Ja, gehen wir doch mal auf den EU-Server. Da. So, dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. Also was ich gerade sagen wollte, ob das halt eher wie Nether ist, mit schön Open-World-PvP. Man hat doch hier keine Nether oder Zombies, sondern Mutanten, wie ich gelesen habe. Kostet aktuell, ich glaube, 22 Euro auf Steam. Und jetzt sehe ich gerade hier Time. Ah, okay. Das bedeutet, die Tages- und Nachtzeit oder generell die Uhrzeit hat irgendeine Auswirkung oder spielt eine Rolle, weil warum sollten die sonst aufführen? Ja, bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich sind dann die Zombies oder Mutanten jetzt in dem Fall aggressiver oder schneller oder stärker oder was auch immer. Ich bin ganz, ganz aufgeregt, um ehrlich zu sein. Nicht, dass ich wieder 22 Euro fehlinvestiert habe. Weil das ging mir bei einem anderen Spiel so. Dass ich jetzt nicht mehr spiele, da fand ich auch den Ansatz ganz gut. Aber die Umsetzung, naja. Auch wenn es jetzt von mir aus hier Pre-Alpha ist oder Early Access, was auch immer. Vielleicht schaue ich da später nochmal rein. Also von dem Spiel, von dem ich rede, ist Life is Feudal. Das fand ich jetzt nicht so der Hit. So, da tut sich auch schon was. Oben links in der Ecke. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich denke, ja. Bla bla bla. So, schwarzer Bildschirm. Oh ja. Okay. Boah, von der Grafik sieht es eigentlich ganz gut aus. Gefällt mir. Alles klar. So, ich drücke immer erst die Knöpfe durch. A auf Q und E. Ja, Q und E kann man sich so seitlich machen. Das kennt man aus DayZ. Drücken wir mal weiter. Lalalala. Ah ja, was ist das für eine Taste? G haben wir das Inventar. Da habe ich auf 2 eine Taschenlampe, Schuhe und eine krasse Jeans, eine Blue Jeans. Crafting. Ah, okay, da geht es auch wieder um Craften. Alles klar. Also Items habe ich noch nicht. Aber in welchem Survival-Spiel gibt es kein Craften? Das ist eher die Frage. So, dann drücken wir mal weiter. Auf X duckt man sich. Ah, was mache ich jetzt? Okay, man kann auch so einen Schneidersitz machen. Auf, was habe ich jetzt gedrückt? Das weiß ich nicht mehr. Ah. Ah ja, auf Punkt, Komma. Also neben M quasi auf der Tastatur. So. Karte gibt es hier irgendwie nicht. Oder vielleicht auf den F. Ah, okay, hier ist Third Person. Okay, hier haut er einmal zu, wenn ich auf F1, also in Third Person bin. Und Ego haut da quasi zweimal zu. Ist auch ein bisschen fail, aber nicht so schlimm. Jo, da bin ich wieder. Jetzt hat das Spiel komplett zerschossen und meine Aufnahme davor hoffentlich nicht. Aber das seht ihr dann quasi vorher, bevor ich es weiß. Dann können wir ja gleich mal testen, ob die Sachen, die ich jetzt gefunden habe, ob die Server gebunden sind oder nicht. Ich weiß es auch nicht mal, weil ich nicht drauf war. Klick mal einfach mal auf ein. Ich würde gerne mal so Mutanten sehen.
Aber war schon geil, dass ich jetzt gerade einen gekillt habe, der so viel Zeug dabei hatte. Finde ich gut. Aber ich meine es auch nicht mehr so lang, weil so extrem springen möchte das Video auch nicht. Nun, die Ladezeiten am Anfang sind ja ziemlich lang. Aber ne, ist ja noch eine Alpha oder Early Access, ne? Das kann man immer als Ausrede benutzen. Aber bis jetzt macht das Spiel eigentlich einen ganz guten Eindruck. So die Klonhäuser fand ich jetzt persönlich nicht so toll. Kommt mir noch ein bisschen leer vor, das Ganze. Diese Schlieren bei den Spielern. Ich weiß nicht, ob das jetzt generell am Spiel liegt oder an meiner Grafikkarte oder an keine Ahnung was. Wenn einer von euch das Spiel auch hat, dann kann er mir mal reinschreiben in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Würde mich mal interessieren. Das dauert. Ah, ist auf jeden Fall ein gut schon besuchtes Spiel. Hoffentlich muss ich jetzt nicht von vorne anfangen, weil das wäre ja voll behindert. Da müsste man sich halt jedes Mal den Servernamen merken. Aber glaube ich nicht, dass das so ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder das Spiel ist gerade so abgekackt, dass jetzt der das nicht gespeichert hat oder so. Ach nee. Okay, also ich spawn quasi da, wo ich mich ausgelockt habe. Ist auch eine sehr gute Info. So, bei DayZ ist das ja, glaube ich, auch so. Ups, was war das? Ah, baut sich das ganze Game noch ein bisschen auf. Bin auch schon eine schöne Axt spendiert. Jetzt laufen wir hier über die Brücke. Sind wir von hinten gekommen. So einen Untoten habe ich noch nicht gesehen. Jetzt haben wir auch wieder Tag. Jetzt sehen wir auch wieder was, weil ich habe ja leider alle Taschenlampe weggeschmissen. Und Sachen, die man auf den Boden wirft, weiß ich jetzt nicht, ob die dann verschwinden nach einer Zeit oder ob die generell weg sind. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Aber gut zu wissen, dass man da wieder spawnt, wo man sich ausloggt. Das heißt, wenn man jetzt in der Gruppe zusammenspielen möchte, dann ne, kann man sich mal schön zusammen einen ausloggen. Das war ja bei Neta nicht so. Heißt das jetzt da unten grün ist okay und ich bin verletzt oder ich weiß es nicht. Jetzt auf G drück. Jetzt essen wir halt mal irgendwie so ein. Was ist das? Beans. Konsum. Da ändert sich halt irgendwie nichts. Ich weiß es nicht. Warum ist das jetzt grün? Ich verstehe es nicht. Jetzt müsste das ja das andere eigentlich auch grün sein da unten. Uah. Nur dieses Schlieren, das ist halt komisch, wenn man das der das macht. Verstehe ich halt nicht ganz. Also wenn man sich bewegt. Naja. Naja. So, vielleicht finde ich ja nochmal Mutanten. Zwei Spieler haben wir schon gesehen. Einen Toten, einen, der lebendig war und dann durch meine Fäuste gestorben ist. Verstehe auch nicht, warum der nichts gemacht hat. Aber ich bin halt ein aggressiver Spieler. So, schauen wir mal, ob wir hier drin was finden. Nur Loot, der ist halt immer sehr schwer zu erkennen, wie ich finde. Oh, hier sieht es ziemlich leer aus. Boah. Scheiße. Ach, da geht's raus, jetzt. So. Aber Mutanten, die sind die deaktiviert noch? Oder ich meine, es muss ja irgendwie auch ein bisschen herausfordernd sein, an Loot zu kommen. Wenn hier nirgendwo Mutanten sind, ist auch ein bisschen doof. Ich weiß auch nicht, ob es hier Fahrzeuge gibt, also die man benutzen kann. Lalalala. Ja, mit den Craften, da muss man mal gucken. Da bin ich jetzt auch noch nicht wirklich schlau draus geworden. Aber ich fühle mich eh ganz mächtig mit meiner Waffe. Mit drei Magazinen, wie viel Schuss da auch immer drin sind. Uah, was war das? Achso. Ja, laufen wir mal hier weiter.
Ah, Grafik ist gut. Ich kann es echt nur wiederholen. Gefällt mir. Aber mir kommt das halt alles irgendwie noch ein bisschen leer vor, weil keine Monster oder Mutanten und der Loot, der ist jetzt auch nicht so der Hit. Also den Loot, den ich jetzt habe, den habe ich eh nur bekommen durch andere Spieler. Die wahrscheinlich sich gerade tierisch aufregen. Also der eine zumindest. Aber es ist halt ein Survival-Spiel, ne? Survive in Style. Lies. Lügt. Okay. Welcome to Sultan. Hm? Oh, das ist eine Tankstelle. Tankstellen sind immer gut. Mutanten, wo sind die denn, ey? Haben sie sich eingebuddelt oder was? Ich verstehe aber nicht, warum ich nichts schreiben kann. Area? Ah, jetzt geht's. Huhu, where are... Ups, are the mutants? So, geh nochmal in die Route 88. Nicht 66, sondern 88. I killed 2. Didn't saw a single one yet. How to cr... Does someone know a craft recipe? Schreibt man, glaube ich, so, oder? Okay, der Kollege hat schon 2 gekillt. Ich finde, der Loot sollte leuchten. Ich finde das kacke so. Soll ich das aufmachen? Nee. You can only craft wood to pile wood and scrap. Was? Scrap metal to metal sheet. And for what reason? Okay, das sieht ja auch recht mau aus alles. Wow, was war das? Ah, die Konsole. Okay. Doch. Oh, da gibt es einen Supermarkt. Sieht zumindest so aus. Mutant, 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 Mutant. Wo bist du? Wo bist du? Hui. Soll ich da mal drauf schießen? Geh ich mal ein bisschen weg. Okay, das macht nichts. Das kann ich doch bestimmt mitnehmen. Boah. Ja, das ist doch Öl. Wieso kann ich das nicht nehmen? Na, keine Ahnung. Ja, aus dem Anzeigen da unten wäre ich auch nicht schlau irgendwie, warum die anderen so rötlich sind und das grün. Ich habe ja was gegessen, da müsste es auch wieder grün werden. Nachladen kann man auch nicht. Ah, Gott. Quäl ich hoch. So, und hüpf. 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 Oh, fuck, ich komme da nicht rüber. Ich will komplett wieder rumlaufen. Das gehört?
Da ist einer drin, glaube ich. Oder mache ich das wieder selber? Ich mache mich schon komplett verrückt. Nein, da ist einer drin. Der ist oben. Ich kann nicht schießen, Mann! Wieso kann ich nicht schießen? Wusste ich doch, dass einer drin ist. Hier erst das Ausrüsten oder was? Jetzt da. Wo ist er? Danke. Boah, ich habe so ein gutes Gehör, ey, ohne Witz. Nur ich weiß halt nicht. 2. Ah, ja, da steht's 0. So, das kann ich wegwerfen. Ah, okay, das geht kaputt. Hier haben wir 19 von 19. 19 von 19, das ist doch nice. So. 0 von 10, auch weg. So, da haben wir noch 2 Schuss drin. Die können wir uns ja mal aufheben, aber durch die 1919 rein. Da haben wir auch nochmal 10 von 10. Das weg. Sandalen. A pair of open, blubdiblub. Nehme ich die mal, ne? So, Nägel und so ein Scheiß. Braucht man eigentlich nicht. Ich habe ja ganz viel Essen dabei gehabt. Ja, ich brauche die Pistole aber eigentlich nicht zweimal, oder? Mein Inventar ist einfach viel zu klein. Was ist das denn hier? Heatpack. Heatpack used for staying warm. Ah. Ja, das tue ich mir mal rein. So, den Baumscheiß brauche ich nicht. Kriege ich dann eh wieder. So, was hat der noch, was ich nicht habe? Ah, hier Motorradhelm auf jeden Fall. Geil. Ja, nee, sonst. Ah, doch, hier hat er noch was. Looks expensive. Ja, nehme ich doch das mal. So, was hat er noch? So, diese schwulen Nägel, die brauche ich mal raus. Weil Nahrung ist, glaube ich, wichtiger als das. Ravioli, ja, da stehe ich doch drauf. Und dann nochmal Soda. So, Bandagen. Ja, das sollten wir schon aufheben. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht nehmen. Die Sonnenbrille fand ich cooler von dem. Yeah, so sieht es gut aus. So, 19 Schuss. Dam, da, dam, da, dam. Gut. Ach doch, das kann man wieder aufheben. Jetzt habe ich dem die Sachen angezogen. Ah. Ah, aber sonst hat der nichts. Wo finden die denn das ganze Zeug? Jetzt mal ohne Witz. Ich finde da nichts. Boah, was ich für ein Gehör habe, ey. Ohne Witz. Ich habe es so gehört, dass da einer ist. Wusste ich es doch. Wusste ich doch, dass das nicht meine Schritte sind. Aber die Schritte hört man echt heftig gut. Muss ich schon sagen. Muss ich schon sagen. Ah, ich glaube, ich mache da 2 Teile draus. Ich glaube, ich mache da 2 Teile draus. Machen wir noch ein bisschen weiter hier. So, jetzt ist halt nur die Frage. Jetzt, ja. So, die Waffe, die hat es mir auf jeden Fall schon richtig gut. Oder schon richtig gut erleichtert. Okay, das war auf jeden Fall ein Kinderzimmer. Gehen wir mal ein bisschen baden. Aber der hatte auch eine Pistole. Wieso hat er die nicht ausgerüstet? V
Wieso hat er die nicht ausgerüstet? So, ich will jetzt aber noch so einen scheiß Mutanten sehen. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Weil der eine hat ja geschrieben. Mal kurz die Zigarette wieder anmachen. Weil der eine hat ja geschrieben, dass er schon zwei gekillt hat. Nur die Frage, wo? Ja, aber equipped sind wir eigentlich schon sehr gut. Für meinen subjektiven Eindruck. Weiß jetzt nicht, was es hier noch so alles gibt. Aber treffen wird, glaube ich, schwierig. Also mit anderen Spielern, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich jemanden erklären soll. Ja, wobei, man kann vielleicht die Brücken als Anhaltspunkt nehmen oder irgendwelche markanten Punkte. Eine Karte gibt es hier irgendwie nicht. Weil auch wenn ich jetzt hier unter Settings gehe, Controls... Ja, da sagt er mir eigentlich auch nichts. Also, null Information, ne? Ich mach das noch ein bisschen lauter. Settings, Audio... Yes. Weil die Schritte hört man echt heftig. Ich frag mich nur, wo der eine Knarre gefunden hat. Oder hat er die gecraftet? Ja, wobei der eine meinte ja, dass man nur das craften kann. Das heißt, der wird die höchstwahrscheinlich gefunden haben. Wow! Was war das? Da hat er auf mich geschossen? Oder war das, weil ich so runtergesprungen bin? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Ja, trinken, Mann. Dann trinke ich halt. So da. Grün. Okay. Aber trinken ist anscheinend wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Was haben wir hier? Korn. Ja, haben wir Platz jetzt. Pick up Korn. So, haben wir Korn. Ja, ich finde es aber schade, dass der Loot nicht so markiert ist. Also was lootable ist oder nicht. So ein bisschen aus wie eine Axt. So leicht. Ja, aber der einfachste Weg ist echt Spieler killen, ne? Weil so hier rumlaufen, das ist irgendwie ein bisschen... ...bisschen mühselig, wie ich finde. Ich kann mal wissen, wie groß die Map ist. Das sieht alles so gleich einfach nur aus. So diese... ...hier. Ah, hier. Ah, so da. Das ist natürlich... ...nice. Ah, und hier ist so ein... ...Heatpack. Okay. Josta. Geh. Schon wieder Durst, oder was? Tatsache. So. Jetzt sind wir eh schon wieder voll. Ich brauche einen größeren Rucksack unbedingt. Ich finde es halt schade, dass man nicht stacken kann. Ich teste nochmal kurz, wenn ich das jetzt nehme. Hier Heatpack. Nee. Ja gut, stacken kann man auf jeden Fall nischt. Das sieht doch noch Waffe aus hier. Kann ich das aufmachen? Nee. Aha. Die ist ja mal versteckt, aber die habe ich schon, gell? Hatchet. Hatchet, ja, die habe ich. Ja, da muss man echt genau gucken. Schau euch das an. Das ist nicht jetzt hier so lalala und Ding. Und hier ist eine Axt. Also muss man schon echt wirklich genau schauen, wo... Also was man looten kann. Also das ist schon echt... Echt ein bisschen tricky. Aber wo sind die Mutanten? Die sind echt richtig rar. So, mit der Muni muss man auch echt gucken, dass man halt hier sieht, okay, wie viel Schuss. Ich habe noch 19. Also es wird halt einem nirgends wo angezeigt. Und irgendwie Hunger oder so, oder weiß ich nicht, krank hat man irgendwie auch nicht. Nur das Wasser ist aktuell wichtig. So sieht's
aktuell aus. Also kommt mir zu vorne. Das ist die Frage, wie groß die Map ist, weil ich jetzt schon quasi einen toten und zwei lebende Spieler gesehen habe. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele auf dem Server sind. Das wird mir ja auch nirgendwo angezeigt. Oder wenn ich mal irgendwie enter. Local. Oh. Ah, wie komme ich wieder raus? Ja, das meine ich halt. Das ist alles gleich. Schuhe. Cool. Tue ich mal meine blöden Sandalen weg. Boah. Flipflops. Schuh. Okay. Ja, die schauen doch viel stylischer aus, muss ich schon sagen. Cool, cool, cool. Aber bringen, weiß ich nicht, ob die mir was bringen. Können wir mal schauen. A pair of Gamers skateboarding shoes. They look comfortable. Komfortabel. Das ist doch schön, dass die komfortabel sind. Finde ich gut. Finde ich gut. So, ich würde sagen, ich mache mal einen Cut an der Stelle und dann gucke ich mal in die Kirche. Vielleicht haben wir da ein paar Mutanten. Also, bis zum nächsten Mal.